Hallo liebe Zuschauer, wir sind hier auf der Nürnberger Spielwarenmesse und bei mir ist Rainer Knizia. Rainer, du bist ja einer der bekanntesten Spieleautoren in Deutschland, hast sehr viele Spiele schon rausgebracht, warst aber vorher Mathematiker und hattest auch eine gute Position in der Bank. Wie kam es dann dazu, dass du hauptberuflich Spieleautor geworden bist? Ja, also die Liebe zum Spiel war natürlich immer da, nur ist man am Anfang nicht so mutig, sich gleich vorzunehmen, ich werde Spieleautor. Das ist ja auch von der Ausbildung her gar kein richtiger Beruf, nenne ich jetzt mal so. Das heißt, als Mathematiker, das war natürlich auch immer eine Leidenschaft von mir, die hilft mir jetzt auch beim Spiele erfinden. Ich habe einfach meine Karriere durchlaufen, habe aber gesehen, dass das, was wirklich mir nahe am Herzen lag, die Spiele waren. Und nachdem ich dann auch meine Erfahrungen in der Spielewelt gesammelt hatte, mich in gewisser Weise etabliert hatte, war dann das Risiko des Sprungs auch nicht mehr zu groß. Es war wohl überlegt, aber im Grunde genommen sagte ich mir, man hat nur ein Leben und da will ich wirklich das machen, was meinem Herzen am nächsten ist. Und Baufinanzierungen verkaufen ist zwar schön, da wollen ja wieder die Häuser und keine Baufinanzierungen. Und die Mathematik war auch sehr interessant, aber es ist halt an der Universität und meistens verstehen dann nur ganz wenige Leute auf der Welt, was man noch forscht, während das Spieleerfinden einfach eine wunderbare Belohnung ist, weil man so vielen Leuten wirklich Freude bereiten und Freude bringen kann. Und wie sieht jetzt so ein typischer Tag für dich aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich glaube, mein typischer Tag ist nicht ein typischer Tag eines Spieleerfinders. Ich bin Frühaufsteher. Das heißt, ich bin in der Regel um 4 Uhr in der Früh an meinem Schreibtisch im Studio und denke nach über die Ergebnisse vom letztabigen Test. Weil testen tut man oft am Abend, da braucht man viele Leute, die normale Berufe haben und die dann abends Zeit haben. Und dann testen wir am Abend und am nächsten Früh gehe ich dann durch meine Notizen, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat. Dort bereite ich dann meistens die ganzen Tests schon wieder für den nächsten Tag, also für den neuen Tag dann vor. Irgendwann holt mich natürlich auch das Tagesgeschäft ein, die E-Mails und was so im Büro zu tun ist. Das findet dann oftmals mittags oder nachmittags statt. Dann werden natürlich auch die neuen Änderungen eingebracht in die Prototypen. Und abends geht es dann in die neue Testrunde und dann fängt alles wieder von vorne an und so läuft es herum. Also natürlich gibt es auch atypische Tage, ab und zu lassen sie mich auch raus aus dem Studio, da muss ich keine Spiele erfinden, dann darf ich auf die Messe kommen. Aber das ist schon ein relativ typischer Tag. Hilft dir die Erfahrung, die du in den vorherigen Berufen gemacht hast beim Spiele erfinden? Du meinst die Mathematik und das Geld zählen? Ich habe da ein schönes Zitat, das mir sehr gefällt, von Paul Watzlawick, diesem Psychologen. Der sagt, wenn man nichts anderes hat als einen Hammer, dann schaut in der Welt bald alles so aus wie ein Nagel. Und das heißt, man muss einfach aufpassen, dass man sich nicht aus der Stärke, zum Beispiel jetzt Mathematik zu beherrschen, nicht eine Schwäche macht, weil man versucht alles und damit auch alle Spiele zu berechnen und alle Lösungen nur noch mathematisch zu kreieren. Das heißt, ich glaube, dass das Verständnis aus der Wirtschaft und dass das Verständnis aus der Forschung und der Mathematik, der Naturwissenschaft durchaus mich als Persönlichkeit geprägt hat. Und natürlich geht das als Handschrift auch in meine Spiele ein. Aber ich sitze jetzt nicht da und sage, wie kann ich das jetzt ausrechnen? Sondern es hilft mir von meinem Denken und damit sehen die Leute ja auch, ich mache eher die Spiele, die einfache Regeln haben, aber dann Tiefgang durch diese einfachen prinzipiellen Regeln bekommen. Und letztendlich ist es ja einfach nur die Erfahrung und wirklich das Spiele testen, das dann gute Spiele herausbringt. Und man muss sich auch sagen, egal wie viel Erfahrung ich habe, man kann einfach Spiele nicht am Reißbrett entwickeln, berechnen, sondern man muss sie testen, man muss sie erleben und das ist letztlich die Hauptbeschäftigung eines Spieleerfinders. Ja. Mittlerweile hast du ja über 600 Spiele veröffentlicht, das ist ja eine ganze Menge. Da waren dabei Familienspiele oder auch Spiele für Kinder. Wie schwierig ist es da immer wieder neue Ideen zu haben, immer wieder auf neue Spiele zu kommen? Ja, das ist zur Überraschung vieler Leute immer überhaupt kein Problem, sondern es ist für mich eher der Fluch der neuen Ideen. Weil man muss ja unterscheiden, eine Idee zu haben für ein schönes Spiel entsteht einfach aus der Diskussion. Wir sitzen ja viel zusammen, wir spielen nicht nur, wir diskutieren auch über die Spiele. Wie soll man sie ändern? Wir diskutieren natürlich aber auch neue Ideen, neue Ansätze, neue Themen, neue Mechanismen, neue Materialien, wo immer man Ansatzpunkte findet. Und dann ist so eine Idee relativ schnell geboren. Und dann sagt man, ja, das ist gut, das will ich mal machen. Ja, und dann was? Dann hat man sich eine Stunde damit beschäftigt, hat eine gute Idee, hat ein paar Notizen dazu. Und dann habe ich im Studio 60 Schubladen.
Und dann hat man natürlich nicht gleich 3 Monate am Stück Zeit, an dem Spiel zu arbeiten. Dann geht es in die Schublade rein. Und dann wird diese Idee so ein bisschen zum Fluch, weil man natürlich dann so eine Idee zur Marktreife bringen muss. Und das ist eben viel analytische Arbeit am Anfang, Prototypen basteln, viel testen, am Schluss dann noch den wirklich schönen Masterprototypen zu machen, der zum Verlag geht. Und das ist, ja, der Fluch ist natürlich so ein bisschen lustig gesagt, aber es ist weniger das Problem, die Ideen zu haben. Natürlich kommt es schon darauf an, zu selektieren und sich überlegen, welche Idee möchte ich denn weiterverfolgen. Aber im Grunde genommen ist es, wie viel Zeit habe ich und wie viel Energie habe ich und wie wenig werde ich abgelenkt, um mich diesen Spielen voll zu widmen. Und ich will sie erst dem Verlag anbieten, wenn ich der Meinung bin, jetzt ist es wirklich perfekt und jetzt passiert es. Und da ist natürlich die große Gefahr, man darf sich nicht zu sehr in ein Spiel verlieben, weil man muss natürlich immer auch schon von Anfang an, aber dann auch im Entwicklungsprozess hinschauen, dass man nichts kreiert, was dann hinterher nicht veröffentlicht werden kann. Ja. Und das heißt, die 60 Schubladen im Studio helfen mir wieder, weil 60 Monkeys kann man nicht auf einmal füttern. Und was ich nicht mindestens einmal die Woche spiele, ist auch nicht in Entwicklung. Und die Spiele, die heiß sind, die werden jeden Tag gespielt. Aber da natürlich jeden Tag nur eine bestimmte Spielzeit zur Verfügung steht, heißt es, dass ganz natürlich die, die immer am heißesten, interessantesten sind, nach vorne kommen und die, die weniger interessanten, nach hinten kommen. Und wenn sie mal 2 Jahre in der Schublade gelegen sind und nicht passiert sind, dann wage ich es immer noch nicht, sie wegzuschmeißen, aber dann habe ich so einen kleinen Graveyard im Stockwerk drüber und da kommen die dann hin zu meiner Beruhigung, werden natürlich nie mehr rausgeholt. Du bist ja mit deinen Spielen auch sehr erfolgreich, hast schon sehr viele Preise gewonnen, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Und eigentlich vergeht kein Jahr, auf dem nicht ein Spiel von dir mindestens auch für Spiel des Jahres in Frage kommt, auf der Empfehlungsliste oder Nominierungsliste. Wie wichtig sind dir solche Preise? Es gibt 2 Antworten dazu. Wie wichtig sind solche Preise und wie wichtig sind mir solche Preise? Wie wichtig sind solche Preise? Extrem wichtig. Und zwar, es geht ja darum, möglichst vielen Leuten die Begeisterung in den Spielen weiterzubringen. Ja, und auch den vielen Leuten, und wir reden jetzt nicht von den Insidern, die ohnehin alle Spiele kennen, die auf die Messen gehen und im Jahr 50 oder 60 neue Spiele ausprobieren, sondern wir reden ja vor allem vom breiten Markt. Das sind Leute, die, wenn sie ins Spielegeschäft gehen oder online schauen, doch zum Teil ziemlich überfordert sind. Was ist denn das richtige Spiel für mich? Und da ist eben so ein Spielepreis und sind Kritiken einfach eine sehr gute Orientierung. Natürlich kann auch ein Preis es nie immer allen Leuten recht machen, aber es ist doch ein schönes Bewusstsein, das wird von der Presse aufgegriffen und es sind einfach ein paar Highlights, die man unter diesen vielen, vielen Neuentwicklungen setzen muss und kann. Für mich persönlich, wie wichtig sind mir solche Preise? Natürlich freue ich mich, wenn ich nominiert bin, wenn ich Preise gewinne. Ganz klar, da kann sich keiner freimachen, da will ich mich auch nicht freimachen. Aber ich habe auch gelernt, man darf sein eigenes Glück und auch seine Begeisterung am Metier nicht davon abhängig machen, gewinne ich jetzt einen Preis oder nicht. Und noch schlimmer, man darf sich nicht daran ausrichten, wie muss ich dieses Spiel jetzt entwickeln, dass es einen Preis gewinnt. Das funktioniert nie. Und insofern ist es einfach eine schöne Zugabe, eine interessante Zugabe, eine wichtige Zugabe, aber es ist nicht das, auf das ich meine Motivation stütze und stützen möchte, weil sonst, wenn ich mir einmal nicht motiviert werde, was mache ich dann? Dann setze ich mich hin und heule in der Ecke, das kann nicht sein. Und wenn ich dann wirklich mal was gewinne, dann bin ich jubiliert. Man muss doch eine gewisse Ebene halten. Und ich glaube, über die Jahre, und ich mache das ja schon viele Jahre, bekommt man dann auch eine gesunde Distanz dazu, ohne zu sagen, ist es mir nicht wichtig. Es werden ja auch immer mehr Lizenzspiele entwickelt. Du hast ja auch schon einige entwickelt. Wie kann man sich das vorstellen? Kommt dann der Verlag mit einer genauen Vorstellung zu dir und sagt, genau dazu brauchen wir einen Spielmechanismus? Oder sagen wir hätten gerne den Spielmechanismus mit dem und dem Thema? Oder wie viel gibt da ein Verlag vor? Ja, das differenziert natürlich von Fall zu Fall. Aber du hast ganz recht. Es gibt vom Prinzip diese 2 grundsätzlichen Ansatzpunkte. Entweder ich habe meine Ideen, ich arbeite sie aus, wenn der Prototyp fertig ist, zeige ich sie im Verlag. Da hat man natürlich ungeheuer viele Freiheit und da kann ich es mir auch leisten, dass eben in meiner Schublade mal ein Konzept liegt und ich diesen Monkey nicht füttere und dann wird er halt nicht. Wenn jetzt eine große Lizenz wie Star Wars,
da ist, dann muss man sich natürlich schon fragen, wie kommt man an so eine Lizenz ran? Das kann ich allein als Auto natürlich nicht leisten, weil da sind hohe Garantiezahlungen involviert. Da sind natürlich auch feste Termine drin. Wann kommt dieser nächste Film raus? Wann kommt dieses Buch raus? Das heißt, man braucht von Anfang an einen Verlag an Bord, und das heißt mit im Spiel. Und das heißt natürlich auch, dass der Verlag da die Federführung übernimmt und weiß, was will er jetzt im Einzelnen aufnehmen. Und dann kommt er natürlich auf den Autor zu. Das heißt, dann ergibt sich aus den Gesprächen, wir haben eine neue Lizenz, das soll ungefähr da erscheinen. Das soll, dann haben die schon eine Vorstellung, natürlich die Zielgruppe, welches Alter. Dann haben die natürlich auch eine Vorstellung, wie teuer soll das Spiel werden. Meistens ist dann die Zeit so knapp, dass man nicht viel Plastik reinpacken kann, weil da die Vorlaufzeit viel länger ist. Und dann kommt es natürlich darauf an, ist es was, wo ich mich jetzt damit wohlfühle? Weil wenn ich eine Zusage mache, dann muss ich natürlich hinterher auch liefern und zu einem gewissen Zeitpunkt liefern und natürlich auch dem Geist dieser Charakterlizenz oder was immer es ist, auch gerecht werden. Es ist eine wesentlich größere Herausforderung. Ich glaube, dass man da wesentlich mehr Erfahrung braucht, um da was Gutes zu machen. Aber es hat natürlich auch es ist mehr auch sozusagen gezwungen dann, weil ich weiß, ich muss dann abliefern. Aber es hat auch den großen Vorteil, dass man halt an diese schönen Lizenzen rankommt und die Mickey Mouse macht. Früher habe ich als Kind Mickey Mouse gelesen, jetzt mache ich Mickey Mouse Spiele. Und da gibt es natürlich viele, viele schöne neue und auch alte Figuren, Bücher, Filme, mit denen man plötzlich selber umgeht. Und ich finde das für mich ungeheuer spannend. Insgesamt versuche ich halt einfach eine Balance zu halten, dass ich solche spannenden Sachen machen kann, aber nicht ganz geknechtet bin, nur noch die zu machen. Man muss sich halt als Künstler, das ist man ja als Spieleerfinder, auch den Freiheitsgrad bewahren, eigene Sachen zu machen. Was glaubst du, wie wichtig sind solche Lizenzspiele für die Spielebranche? Sie sind wichtig aus dem Grund heraus, dass wir natürlich durch die Renaissance der Brettspiele, das Aufkommen der Brett- und Gesellschaftsspiele in den letzten Jahren und letzten Jahrzehnten natürlich eine ungeheure Vielfalt von Neuerscheinungen jedes Jahr haben. Da ist Deutschland ein Paradies der Spiele, aber viele andere europäische Länder und auch weltweit haben natürlich auch ihre Spiele, und jetzt wird der Markt immer internationaler, dass auch hier ein sehr viel stärkerer Austausch stattfindet. Und insofern, was ist die Bedeutung von Lizenzen? Die Bedeutung ist, ich möchte mich abheben. Wie kann ich mich als Verlag mit meinen Produkten in diesem riesen Regal von Spielen noch hervorheben? Es kann eine gute Grafik sein, wo mich was anspricht, aber wie stelle ich mich raus? Und natürlich, es kann etwas sein, was eine Mechanik hat, wo ich sofort sehe, wie geht es. Dieses Magic Moment, das man dann im Fernsehen, wenn man sich eine TV-Werbung leisten kann, natürlich sieht. Aber es ist natürlich vor allem auch wiedererkennungswert. Und wenn ich halt durchlaufe und irgendeine bekannte Charakterlizenz habe und sage, ah, das ist schön, das gefällt mir, dann weiß ich sofort, in welche Welt mich dieses Spiel entführt. Und damit habe ich einen Vorsprung, mich abzuheben, einen Vorsprung beim Verkauf. Und wenn ich meine Spiele nicht verkaufen kann, kann ich als Verlag keine Spiele machen, nicht erfolgreich sein. Insofern sind solche Lizenzen oder andere Ansatzpunkte, neue Technologien, sehr, sehr wichtig für den Verlag. Sie sind aber auch eine Gefahr, weil mit solchen Lizenzen, wenn sie gut sind, kommen natürlich größere Garantien. Das heißt, man dreht ein größeres Rad und hofft, dass das noch alles klappt. Nur wenn ich dann nur so viele verkaufe oder doppelt so viel verkaufe, wie ich normal verkaufen würde, dann habe ich nicht gewonnen, sondern verloren, weil ich natürlich auch viel höhere Kosten habe. 2001 kam ja schon dein kooperatives Herr-der-Ringe-Spiel raus. Das war noch weit vor den Filmen und damals war der Herr-der-Ringe-Boom noch nicht so ausgebrochen. Konnte man das da schon vorhersehen, dass das kommen würde? Also war das Taktik oder war es einfach Zufall? Es war in diesem Falle kein Zufall. In vielerlei Hinsicht sind ja Erfolge auch Zufall. Im Englischen gibt es so ein schönes Sprichwort, you make your own luck. Das heißt, je mehr ich arbeite, desto mehr Glück habe ich. Es war aber in dem Fall nicht nur Zufall, sondern wir wussten natürlich, dass die Filme herauskommen. Und wir wussten natürlich auch, dass sich die Filme am Buch anlehnen. Das heißt, wir brauchten ja nicht die Filmlizenzen, sondern wir nahmen uns die Buchlizenzen und haben einfach uns an das Buch angelehnt. Das Buch ist ja nicht dünn, der Herr der Ringe, und haben das sehr analysiert. Ich hatte Gott sei Dank in meinem Testteam ein paar sehr begeisterte Tolkien-Fans. Wir haben dann sehr genau hingeschaut, was ist denn eigentlich der Geist dieses Buches? Und dann ergab sich, dann kommen diese Zwangsläufigkeiten, die genau entstehen, wenn ich eine Lizenz verfolge. Nämlich, wenn ich ein Buch lese, habe ich eine bestimmte Sichtweise,
bestimmte Personen, mit denen ich mich identifiziere. Das ist natürlich beim Herr der Ringe, die Gemeinschaft des Rings. Also sind wir alle auf einer Seite. Das heißt, kann jetzt wirklich Sam dem Frodo ein Messer in den Rücken rammen, um den Ring zu kriegen? Das geht nicht. Also ist ziemlich klar, ich brauche ein kooperatives Spiel gegen das Böse im System. Das System hat natürlich ich gebastelt. Und so hatte man ein kooperatives Spiel. Und so war ich eigentlich dann gezwungen zu sagen, wie kann ich das jetzt noch interessant machen? Weil als wir das angekündigt hatten, da sagten die Leute, ja, wird sich schon einmal spielen, aber was ist dann los? Und dann ist ja alles Friede, Freude, Eierkuchen, wenn wir zusammenspielen. Wie wird denn das spannend? Das Spannende kommt natürlich dann aus dem Spielsystem heraus, dass man, also das Interessante ist ja, wenn man es einmal spielt, dann gewinnt man es wahrscheinlich nicht, aber dann kriegt man so eine gewisse Ahnung, oh, das lief doch ganz gut, und irgendwann gingen uns die Ressourcen aus. Wenn man es dann mehrmals gespielt hat, dann kommt dieses Grauen, was ja auch im Buch drin ist, viel früher, weil man nämlich mit jeder Karte, mit jedem Charakter, den man einsetzt, schon sieht, oh, wenn ich den jetzt einsetze, wird der mir dann da hinten fehlen. Das heißt, je mehr man Erfahrung im Spiel hat, desto mehr wird man sich auch bewusst, was die Beängstigungen da sind und was die Bedrohungen da sind. Und insofern ist es eben nicht, ich spiele es einmal und dann ist es erledigt, sondern je öfter wir spielen, desto spannender wird es, desto mehr sehen wir und desto mehr Chancen haben wir auch durchzukommen. Aber es ist wirklich eine große Verpflichtung, auch eine Verantwortung gegenüber der Lizenz, in dem Fall gegenüber Tolkien, sein Werk auch so umzusetzen, weil viele Leute kennen es ja dann auch nur über das Spiel, dass dem gerecht wird. Kommen wir nochmal auf kooperative Spiele zu sprechen. Du hast ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Damals waren die Leute eher skeptisch, während heute lieben die Leute ja kooperative Spiele. Also da gibt es auch wie so einen kleinen Boom. Wie kannst du dir das erklären, dass die kooperativen Spiele gerade jetzt so beliebt sind? Also, dass sie gerade jetzt beliebt sind, ist immer schwer zu sagen. Ich bin ja immer ein bisschen kritisch, wenn man Marketingleute fragt, die in der Vergangenheit immer alles erklären können. Wenn man die fragt, warum gibt es heute kooperative Spiele, dann haben sie drei Kriterien und nur so kann es sein. Wenn man die Leute dann über die Zukunft fragt, dann haben sie immer keine Ahnung, was in der Zukunft kommt. Und dann frage ich immer, wie gut ist denn die Erklärung für die Vergangenheit? Marketingleute vergebt mir, aber so ist es einfach. Und in der Regel, aus meiner Erfahrung, ist es einfach so, dass solche Tendenzen und Wellen oftmals auch zufällig entstehen, weil nämlich ein, zwei Spiele da einen Wegbereiter machen, eine Vorgabe machen, weil natürlich der Markt auch nach was Neuem sucht, weil natürlich auch unsere Elektronik, Herr der Ringe war ja kein elektronisches Spiel, aber unsere Elektronik natürlich viel mehr in die Spiele kommt. Und indem ich Elektronik habe, kann ich natürlich einen Gegenspieler, und den brauche ich ja immer, ja, gegen die Gruppe, die zusammenspielt, einen Gegenspieler viel einfacher, viel atmosphärischer noch ins Spiel einbringen. Das hat sicher auch mit dazu beigetragen. Und wir suchen einfach immer wieder nach neuen, faszinierenden Spielerfahrungen. Und wenn man sich mal überlegt, warum muss ich jetzt kompetitiv gegen dich spielen und auf deine Kosten, vielleicht noch mathematisch gesprochen, in einem Nullsummenspiel gewinnen? Also, was ich haben will, muss ich dir wegnehmen. In der Familie ist das manchmal gar nicht so begeisternd. Wenn wir alle zusammensitzen, alle am gleichen Ziel arbeiten, auch den Jüngeren ehrlich beraten können, weil es ist ja nicht so, dass ich den jetzt beraten muss, naja, du sollst auch mal gewinnen, aber ich könnte dich ja jederzeit besiegen, sondern es geht ja darum, ich brauche dich ja und ich will dir ja helfen, weil du einen wichtigen Teil in der Gruppe beitragen musst. Das heißt, man kann alle Altersgruppen mit einbeziehen, schwächere Spieler mit einbeziehen. Die haben alle ihre Freude. Sie haben am Schluss ein riesiges Gruppenerlebnis. Wir haben es geschafft. Es bringt uns ja noch viel mehr zusammen. Spiele bringen uns ja ohnehin zusammen, aber natürlich noch viel mehr als Gruppenerlebnis zusammen, als wenn ich jetzt gegen jemanden spielen muss. Was ja auch ein gutes Spiel ist. Alles für seinen Zweck und alle haben ihre Berechtigung. Warum glaubst du, sind Spiele wichtig für die Gesellschaft und warum macht Spielen nicht nur Kindern Spaß? Ja, jetzt würde ich mich fast zu einer politischen Bemerkung hinreißen lassen. Ich halte mich mal aus der Politik raus. Aber ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass Leute zusammenfinden. Leute aus verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Ansichten, verschiedenen Ländern zusammenkommen. Und ich sehe eigentlich nichts Idealeres als ein Spiel. Wenn ich mich am Spieltisch, wenn ich an dem Spiel sitze, dann nehme ich im Spiel eine Rolle an. Aber ich bin gleichberechtigt. Es spielt keine Rolle mehr, welche Hautfarbe ich habe, ob ich aus Somalia komme oder aus den USA komme. Es spielt keine Rolle, was ich für eine Glaubensrichtung habe, sondern wir sind in diesem Spiel gleichberechtigt. Wir spielen nach diesen Regeln. Wir lernen den anderen kennen, emotional. Wir gehen miteinander um. Wir haben ein schönes,
Gemeinschaftserlebnis, egal ob kompetitiv oder kooperativ gespielt. Und insofern glaube ich sehr, sehr, sehr stark, dass Spiele Menschen zusammenbringen und auch die Tür zu anderen Menschen öffnen. Es ist eine Plattform, auf der ich einfach mit anderen Leuten, auch aus ganz unterschiedlichen Generationen und Hintergründen zusammenkommen kann. Man sagt immer so schön, gerade in unserer heutigen Zeit ist es sehr wichtig. Ich sage einfach mal, gerade in unserer heutigen Zeit ist es so wichtig. Jetzt kommen wir nochmal auf deine aktuellen Spiele zu sprechen. Was hast du gerade so in petto? Was hast du mitgebracht auf die Messe? Also ganz neu auf der Messe ist Eldorado bei Ravensburger. Das ist in gewisser Weise ein Deckbuilding-Game. Also man baut sich seine eigenen Karten zusammen. Man fängt mit Karten an, man kann aber dann wertvolle Karten dazu bekommen. Man spielt durch die Karten immer wieder durch. Man befindet sich aber auf einer Expedition. Es geht also in erster Linie nicht um die Karten, sondern es geht darum, wie finde ich meinen Weg nach Eldorado. Dieser Weg sieht jedes Mal anders aus, weil er aus variablen Spielplänen zusammengesetzt wird und weil wir dann vom Start kompetitiv versuchen, als Erster dorthin zu kommen. Und dann gibt es eben Sümpfe und dann gibt es eben Berge und dann gibt es Wasserflächen, über die ich rüberkommen muss. Und weil jeder Spielplan jedes Mal die zusammengesetzte Strecke, die ja auch umgedreht werden kann, anders aussieht, muss ich mich auch jedes Mal wieder neu darauf einstellen. Wie stelle ich meine Expedition zusammen? Wo sind die Engpunkte? Wo kann ich auch vielleicht dem anderen ein Schnäppchen schlagen? Und es ist für mich eine faszinierende Welt, die sich da aufbaut, die man sich sehr vertiefen kann, wo man sehr einsteigen kann, diskutieren kann, welche Karten soll ich denn nehmen, oder ich spiele sie einfach sehr locker drauf los und spiele dorthin. Das ist ein Spiel, was mich sehr begeistert hat, wo der Verlag Ravensburger und vor allem der Redakteur André Mark ungeheuer viel seines eigenen Herzblutes hineingetan hat. Es war eine ideale Zusammenarbeit und ich glaube, wir haben damit ein ideales Spiel kreiert für uns. Aber es ist nicht unsere Entscheidung, sondern jetzt warten wir, nachdem wir es dem Publikum vorstellen, warten wir einfach mal, was die Leute dazu sagen. Wir sind gespannt. Ja, dann sind wir auch mal gespannt, das Spiel zu testen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Sehr gerne. Dankeschön.